Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 Star Wars Reise nach Batuu. Allerdings sind wir heute nicht auf Batuu, sondern wieder in Forgotten Hollow bei Kalia. Ich habe euch nämlich auf Instagram ganz spontan gestern Abend gefragt, ob wir mit Makani und Luana heute weiterspielen wollen oder ob wir wieder zur nächsten Familie wechseln, zu seiner Tante Kalia, weil ihr Sohn und Makanis und Luanas Cousin, Diawal, müsste nämlich auch mal älter werden, deshalb ist schon echt lange ein Kleinkind. Und deswegen feiern wir heute Kindergeburtstag. Hier haben wir den kleinen Mann. Unseren blinden Sim. Ich glaube, ich muss den Mod auch nochmal updaten, weil der ja ein Update bekommen hat. Der Blindness-Mod. Ich glaube, man muss ihn jetzt nochmal übersetzen. Habe ich den gerade erst übersetzt? Oh, ich hatte eben voll den Fell. Ich wollte schon vor einer Stunde, 2 Stunden aufnehmen, aber mein Ton bei Sims ging nicht. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin, dass ich bei diesen Lautstärkereglern das für den gestrigen Stream ausgeschaltet habe, Sims 4, damit das im Stream nicht stört. Übrigens, danke an alle, die dabei waren mit der Simunity. Das war sehr, sehr cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wir fangen jetzt einfach mal direkt an und ich muss mich hier mal kratzen, weil das juckt gerade, weil ich hier wieder alles voll habe. Hallo, Diawal! Hallo, Anja. Hallo, Kalia. Schöschebe hier. Stromeinsparungen. Ey, diese ganzen Kackdinger von nachhaltig leben, die gehen mir so auf den Sack mittlerweile. Nee. 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 Kann ich das hier nicht außer Kraft setzen? Energieeinsparungen. Time bedeutet kümmern. Ey, das ist so eine Scheiße mit den Dingern. Ich habe das eigentlich ausgeschaltet. Warum ist das denn jetzt schon wieder eingeschaltet? Ich musste den Benutzerordner übrigens zurücksetzen. Das heißt, wenn der Ton nicht so ganz stimmen sollte, sagt mir gerne Bescheid. So von der Lautstärke von den Sims-Stimmen und der Musik und so. Ja. Deaktiviere ich direkt hier. Das Teilen bedeutet kümmern. Finde ich in Real Life sehr schön. Aber in Sims stehe ich dann nicht so drauf, wenn die mir die Bude leer klauen. Also würde ich in Real Life auch nicht so geil finden, wenn man mir hier Sachen aus meiner Wohnung klaut. Aber ja. Der Grundgedanke ist nett, ist eine scheiß Umsetzung. So. Ach, ihr spielt. Ach, ist das süß. Und er denkt an eine Rose. Ach, du bist so goldig. Eigentlich hat er hier noch 4 Tage, weil er schon seit 3 Real-Life-Monaten ein Kleinkind. Deswegen werden wir heute Kindergeburtstag feiern. Und oh, hier wird alles als neu markiert. Schaut euch das mal hier im Baumodus an. Hier ist alles als neu markiert. Ich muss da offscreen da einmal komplett durchklicken. Ja, es leuchtet hier alles, Mensch. Das nervt. So. Ich dachte gerade, das Spiel ist nicht so flüssig. Okay, wir kochen jetzt auf jeden Fall einen Kuchen für den kleinen Diawal. Hamburger Kuchen. Ja, wir haben Hamburger Kuchen. Machen wir doch direkt den Hamburger Kuchen für unseren kleinen Mini-Vampir. Es wurde sich übrigens gewünscht, dass wir Diawals Haare so ein bisschen anpassen, weil er ist ja, ja, ein Hybrid. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Hybrid ist, aber sein Vater ist ein Magier, seine Mutter ist ein Vampir und es kann halt sein, also es wurde sich halt in den Kommentaren gewünscht, wie auch immer man das betiteln möchte. Ich bin gerade irgendwie nicht gut im Reden. Ja, ich kenne meine Stipendienspiele, lass mich in Ruhe. dass sich die Gene nicht so gut vertragen. Und das ist ja auch der Grund, warum Diawal blind ist. Dass es da genetisch nicht so ganz harmoniert zwischen den beiden okkulten Formen und dass Diawal eine andere Haarfarbe bekommt. Dass er so weiße Haare bekommt, ähnlich wie sein Vater. Deswegen dachte ich mir, wir machen das eventuell so. So als Kleinkind hat er schwarze Haare, als Kind graue und ab Teenager hat er so weiße Haare, wenn sich so seine Kräfte so richtig entfalten. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und wo möchtest du denn hin? Wo ist denn Anja? Hier hinten. Hier, Anja. Willst du mal die Schnitterblume anpflanzen? Ich glaube, die könnten wir demnächst eventuell nochmal gut gebrauchen. Wer ist denn hier? Kira! Nicht so! Hi! Komm rein! Hereinbitten! Oh, du bist benommen? Was ist mit dir los? Was ist denn mit dir los? Wen haben wir da?
Ich habe keine Ahnung. Snacks, sei lieb. Sei lieb. Hamburger Kuchen. Hamburger Kuchen. Im Geburtstagskerzen hinzufügen. Bevor da gleich irgendjemand dran geht. Nehme ich auf? Ja. Würde mir auch ähnlich sehen, wenn ich jetzt spontan nicht aufgenommen hätte. Was machst du denn, Snaxi? Findest du die Kira gruselig? Unsere kleine Schielkatze. Oh, dann feiern wir wieder Geburtstag. Und warum leuchtet das? Ich will jetzt keine Tierklinik kaufen und kein Restaurant. Sprechen. Du hast Geburtstag, kleiner Mann. Guck mal, möchtest du mit der Mama hier das vielleicht einmal noch benutzen? Kleinkind beim Klettern helfen. Dir war das. Wir haben nämlich den Garten hier hergerichtet und haben das irgendwie noch nicht einmal benutzt. Hier, du könntest die ganzen Plasmafrüchte ernten. Einschalten, 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 guck mal. Dann wird das alles hier richtig schön bewässert. Kannst du hier auch alles ernten. Was ist das? Eisenhutblume, okay. Tenebrae ist gerade in der Schule. Sie kann ja mal fleißig lernen. Und wir müssen da ihre Story dann auf jeden Fall auch noch weiterführen, dass sie halt kein Vampir mehr sein möchte. Weil ich möchte halt so ein bisschen weg von den Vampiren, weil das halt mit der Zeit irgendwie langweilig wird, die zu spielen. Und man halt irgendwie dann auch keine Idee mehr hat und die Sims sollen ja dann auch irgendwann Platz machen für neue Sims. Weil sonst dürfen die halt alle keine Babys mehr bekommen, weil das sonst immer mehr Sims werden und so. Och, schön die Uni-Zeit. Das ist Diawal als Baby. Und Tenny als Baby. Und du bist jetzt schon ein Schulkind. Also ein Schulkind. Du bist ein Teenager. Du gehst an die Highschool. Hey, warum tanzen die denn jetzt alle? Wollt ihr nicht draußen spielen? Ich glaube, Diawal ist ein sehr musikalisches Kind. Wir können ihn ja Musikliebhaber als Merkmal geben. Ach, du bist so süß. Du bist so süß. Oh, Babyboy. Wie jetzt zur Mama hochguckt. Ach, du kleines Knöpfchen. Du kleines, kleines Knöpfchen. Brauchst du noch irgendwas? Du könntest aufs Töpfchen gehen. Guck mal. Du gehst mal aufs Töpfchen. Die Mama spielt mal mit der Ratte. Sisi. Kalia soll mit der Ratte spielen, nicht du. Wobei das auch echt süß ist. Ja. Erinnert mich an meinen Kater, der findet unseren Hamster immer sehr interessant. Hallo. Ach, süß. Robi. Und reingesetzt. Oh, schön. Ich dachte gerade, es sei irgendwie ein Fledermaus-Kollege von uns. Jetzt macht ihr das schon synchron, oder wie? Hä, was ist denn los? Du hast nicht so viel Durst. Aber du kannst trotzdem mal was trinken. Was hältst du denn davon? Den Laptop hast du hier. Irgendwie. Hä, du hast doch. Dann trink halt hier. Komisch. Irgendwie ist heute ein komischer Tag. Wir ersetzen das mal und kannst du das hier aufwischen. Weil Tenny ist bald von der Schule zurück. Und dann wollen wir hier natürlich feiern. Kira ist ja auch am Tanzen. Und hier wird wieder Glotze geguckt. Das läuft doch super. Oh! Keto! Kalani! Könnt ihr euch das vorstellen, also für die, die erste Staffel nicht gesehen haben und die zweite Staffel nicht gesehen haben. Das hier ist Kalia. Das hier ist Keanu. Und das hier ist Kalani. Der lebt leider auch nicht mehr. Also die drei sind leider schon verstorben und Kalia und Keanu leben noch. Och Mensch. Hier, du kannst hier auch tanzen und
Kalia kann tanzen. Und du kannst auch wieder tanzen, wenn du möchtest. Hier, guck mal, tanzen. Hm? Na komm dir, weil deine Schwester ist auch gleich zu Hause. Und du wirst langsam müde. Wir müssen dein Zimmer dann auch noch ein bisschen umbauen. Und ich freue mich so auf dein Umstyling. Ich habe noch keine Ahnung, was wir da machen wollen. Aber ich lasse mich natürlich gern überraschen. Ich dachte gerade, hier liegt ein Kackhaufen. Aber nein, war doch kein Kackhaufen. So, wollen wir hier ein gesellschaftliches Ereignis planen? So, jetzt ist sie zu Hause, jetzt können wir planen. Jetzt können wir planen. Verantwortung beibringen. Kannst du ihm Verantwortung beibringen? Oder geht das noch nicht? Freundlich? Mehr? Ich glaube, das geht erst... Herbeibringen bitte, um Danke zu sagen. Warum auch nicht? Was sagen eigentlich deine Charakterwerte? Nicht so viel. Aber ist okay, du bist ja noch ein Kind. Geburtstagsparty. Also du wirst ja erst ein Kind. In diesem Haushalt hat heute keiner Geburtstag. Ja, dann machen wir halt eine Hausparty. Hausparty, so. Unsere gute alte Hausparty nutzen wir irgendwie zu jedem Zweck. So, Kalia ist die Gastgeberin. Gast ist Diaval, Tenebrae, Anya, Kira können wir einladen, Diego können wir auch einladen, warum auch nicht. Megan, Nika, Maurice, Alistair können wir einladen. Addison, das ist ja die... Nee, das ist die Nichte von Kira. Nee, die müsste sie eigentlich nicht kennen. Woher kennst du Addison? Dann laden wir Cindy ein. Cindy und Kira sind ja so ihre Uni-Freundinnen. Samu natürlich, Murako, Keanu, Ilja. Und Luana und Makani. Kannst du die beiden nicht einladen? Ja, da fehlen doch noch ganz viele Entertainer. Ja klar, warum nicht? Warum nicht? Guck mal, wir machen hier eine richtig schöne Sause. Guck mal, die Niki könnte Caterer sein. Und wir feiern natürlich bei uns zu Hause. Und wir laden noch die anderen ein. Och nee, dich nicht. Hier. Guck mal, kennst du doch. Kannst du nicht einladen? Hä? Nein, ich wollte nicht auf den MCC. Okay. Alles klar. Hier willst du Erik einladen. Hallo. Oh, alle da. Oh, schön, Tenny. Du bist so hübsch. Du bist so hübsch. Er sieht doch aus wie so ein kleiner Gentleman. Oh, ich bin so stolz auf unser Baby. Hallo, Nika. Hallo, Ilja. Hi. Oh, es ist so schön, alle wiederzusehen. Es ist so toll. Finden die Katzen wahrscheinlich gerade nicht so geil, weil viele fremde Leute... Wo sind denn hier alle verteilt? Aha. Maurice ist unser Entertainer. Im Ernst? Warum hast du Handschuhe an? Bist manchmal auch ein bisschen doof, oder? Nika gefällt's. Das ist toll. Das ist toll. Aber Murako? Hallo, Keanu! Hi! Wohnungsschlüssel geben, auf jeden Fall. Hat er noch keinen? Murako wollte nicht. Der ist bestimmt bei Malio geblieben. Erik wird auch gleich da sein. Das ist doch schön. Hallo, Keanu. Hallo, Erik. Hallo. Hier, du kannst... Oh, er denkt schon an Tenny. Freundlich vorstellen. Hallo. Hallo. Wer ruft dich an? Ben Ross. Okay. Okay. Okay, dann wollen wir mal den Geburtstag feiern. Der Fall wird älter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. It's a baby. It's a baby. It's a baby. Helfen Kerzen auszublasen. Tierwahl. Oh, ich will's. Oh, warte. Was ist mit hier los? Beziehungsänderung. Sie haben beschlossen, sich zu trennen. Elena Hopster und Maurice Hopster haben ernste Probleme wegen Untreue. Oh, Maurice, das sieht ja wieder so ähnlich. Helena Hopster wird einen anderen Ort zum Leben finden. Maurice macht wieder nur Scheiße. So, warte, ich will das sehen.
Ich will das sehen. Ich will nichts davon verpassen. Zack, habe ich mich ausgesperrt. Oh. Och, süßer. Süßer. Und? Jubilämisch. Herzlichen Glückwunsch dir, Val. Hallo, Puppi. Oh, du hast lange Haare? Das war eigentlich nicht für dich geplant. Er ist ein... Ich glaube, ein kreatives Kind. Kreatives Wunderkind. Dieser Sim träumt davon, in der Kunst erfolgreich zu sein. Ich glaube nicht, dass das so dein Weg ist, aber so für die Altersstufe. Es gibt ja da leider nicht so viel Auswahl. Eben hatte ich doch was. Hier selbstsicher, Spinner, fröhlich, Genie, düster Hitzkopf, aktiv, bla bla bla. Musikliebhaber. Das fände ich für ihn nämlich richtig, richtig schön. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ich ihm ein anderes Merkmal geben soll. Aber ich glaube, so Richtung Musik mit Klavierspiel und so kann ich mir schon echt gut bei ihm vorstellen. Ja! Du hast Ketos Haare. Sub Plus! Aber du hattest keine Sommersprossen als Kleinkind. Diawal, warte! Diawal! In der Stelle 1 Sim ändern. Ich dachte eigentlich, dass... Ich rede gerade über den Ladebildschirm drüber. Ach, egal. Dann seht ihr wieder den Stammbaum. Ich dachte eigentlich, dass ich die Frisur nur für Mädchen eingestellt hatte. Sieht ein bisschen aus wie ein Indianer. Maxim hat Diawal ein Geschenk geschickt. Oh mein Gott. Und Luana und Keto hat ein Geschenk geschickt. Und Nika, wow, du hast viele Freunde. Aber du hattest keine Sommersprossen. Das muss ich gerade nochmal überprüfen. Nee, du hattest keine Sommersprossen. Das heißt, ich nehme dir die wieder weg. Aber du hast eine Zahnspange, das fände ich nicht verkehrt. Ja, und dann werde ich unseren kleinen Spatz mal umstylen.
Wow, das hat länger gedauert als gedacht. Das ist unser kleiner Diawal mit Zahnspange. Ich habe ewig nach seiner Narbe gesucht. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Hatte er schon als Kleinkind diese spitzen Ohren? Oder hat er die jetzt erst gekriegt? Tenny hatte auch spitze Ohren, oder? Stimmt, Tenny hat auch spitze Ohren. Das ist cool. Oh, du hast aber auch super große Augen. Ach, du bist auch Musikliebhaberin, sehe ich gerade. Ja, wir haben hier eine sehr musikalische Familie. Und düster. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wohin wir mit Tenny wollen. So, in welche Richtung sie sich entwickeln soll. Also auf jeden Fall möchte sie ja kein Vampir sein. Und was dann? Das weiß ich irgendwie nicht so. Du siehst aus wie dein Vater, wirklich. Das ist auf jeden Fall sein Alltagsoutfit. Das ist seine Ausgekleidung. Das ist sein Sportoutfit. Das finde ich so cool mit diesem Bart Simpson. Das finde ich richtig, richtig cool. Mal gucken, was für eine Sportart er so machen kann. Dann hier das Schlafoutfit. Ich finde das so süß mit diesem super langen Shirt. Dann hier sehr weiß, sehr hell. Seine Partykleidung. Dann sein Badeoutfit. Das hatte er so schon und das fand ich eigentlich ganz cool. Hiervon fehlt mir scheinbar der Mesh. Das heißt, das muss leider wieder rausfliegen. Das finde ich auch total cool. Hier mit den verschiedenen Beinhöhen. Und ich mag Füchse ja so gerne. Ich liebe Füchse. Und ich glaube, das ist mein Lieblingsoutfit sogar. Ich meine, normalerweise gebe ich dir den heißen Outfit ja auch nochmal eine Sonnenbrille. Aber er braucht halt keine, weil er sieht ja eh nichts. Außer er möchte das als Accessoire tragen. Und das kalte Wetter-Outfit. Auch so ein bisschen was über den Poppes geht. Ich mag so diese überlangen Sachen. Ich finde das immer voll schön und kuschelig. Und so, wenn er draußen rumturnt. Ich hätte ihm natürlich auch sowas hier geben können, aber dann wirkte er schon so erwachsen. Und ich möchte, dass er einfach noch ein bisschen Kind ist. Er ist ja gerade erst zum Kind gealtert. Ach, schön. Unser kleiner Mini-Vampir. Ich freue mich gerade so. Jetzt müsstet ihr auch hoffentlich den bereits aktualisierten Stammbaum sehen, wenn ich es nicht verdattelt habe und wenn das zeitmäßig noch hinhaut, weil es ist schon ziemlich spät. Aber wir wollen auf jeden Fall noch die Party zu Ende feiern und ihm wenigstens noch ein vernünftiges Bett kaufen, dass er auch schlafen kann, weil ins Kleinkinderbettchen passt er nicht mehr. Ich fand das so ungewohnt hier mit den grauen Haaren. Aber irgendwie, wenn er Teenager wird, wird es ja noch mal heller. Aber er hat noch spitzere Ohren als Tenny, glaube ich. Du möchtest da ein Nickerchen machen. Nee, mein Freund. Ich weiß, du bist müde. Hier willst du nicht ein Stück von deinem Kuchen essen? Guck mal, Tenny versteht sich hier gut mit Erik. Hallo, wir können hier über Interessen reden und freundlich nach Karriere fragen. Einfach mal so ein bisschen plaudern, ein bisschen quatschen. So, und du? Ach, wer war das? Diawal, das musst du gewesen sein. Du bekommst hier auf jeden Fall noch dein Bettchen. Das werde ich nochmal fix anpassen hier. So, jetzt hat er auf jeden Fall ein Kinderzimmer und kann hier oben auch schlafen. Gucke mal. Tenenbray hat erfahren, dass Erik Oberschüler ist. Blabla, wissen wir. Ja, das ist natürlich alles mit Braille-Schrift. Das, also, hier seine Eltern. Mit Blindenschrift, umgangssprachlich, dass er das halt auch alles lesen kann und sich deswegen damit dann auch verständigen kann und so. Und ja, es war deine Party, aber du bist total müde und du lässt dir alles fallen. Wofür haben wir dich denn engagiert? Du stehst da wie bestellt und nicht abgeholt mit deiner Sonnenbrille. Es ist abends, es ist Nacht, es scheint keine Sonne mehr. Warum trägst du eine Sonnenbrille? Willst du den Kindern keine Angst machen? Zuschauen? Nee, du brauchst jetzt nicht zuschauen. Du möchtest Maurice zuschauen? Ach, jetzt ist er hier unten und spielt Orgel. Oh, deswegen klingt das so anders. Okay. Du kannst ein verdorbenes Essen aussortieren und Maurice kriegt mal wieder eine Lebenskrise. Also alles wie immer. Dunkle Meditation. Ich sehe Kian nur sich nicht bewegen. Der steht überall einfach dann einfach. Hier, Anja, magst du mal bitte helfen? Du kannst das hier mal weglegen und das weglegen.
Und das aufräumen und das aufräumen und das aufräumen und das säubern. Und Kalia, du solltest das hier bitte fertig kochen. Oh. Nur Chaos hier, nur Chaos. Guck mal, ich verkaufe das einfach so, dann hat sie damit nicht so viel zu tun. So, alles verkaufen. So, jetzt geht das schon wieder. Den packen wir in den Kühlschrank. Das kannst du hier säubern. Das kann da rein. Das ist... Danke, Anja. Das ist... Moritz, hör auf. Hör auf damit. Hallo, Kira. Cindy ist nicht aufgetaucht, ne? Nur ihr Sohn. So, Tanny, du kannst deine Hausaufgaben noch machen. Du musst ja auch nicht mehr schlafen. Müsst ihr ja irgendwie alle nicht. Ja, du könntest auch dunkle Meditation machen. Ja, dunkle Meditation. So. Hallo, Mika. Hallo, Kira. Was modst du denn jetzt mit unserem Snaxi? Lass das mal. Hier, liebevoll umarmen. Hier, gesell dich doch mal hier zu den anderen. Hier, Wohnungsschlüssel geben. Das hat schon wieder nicht geklappt. Warum auch immer. Gibt's ja nicht. Maurice ist jetzt oben am Klimpern, oder wie? Ach, Maurice. Maurice, ja, Anja, du kannst das hier mal aufwischen. Okay, vielleicht solltest du einfach mal schlafen. Weil deine Meditation geht irgendwie nicht so richtig hoch. Dann kannst du dich mal... So kannst du in Särgen schlafen. Okay. Warum geht das denn die ganze Zeit bei dir runter? Das verstehe ich nicht, weil eigentlich ist auch nie was passiert. Du könntest mal ein Töchtel möchte mit Kalia machen, ne? Was hältst du denn davon? Ne, Nika? Du hast dich gar nicht mit deinem Vater unterhalten. Hausparty war nicht erfolgreich. Das ist okay. Habaya! Ich glaube, Kalia muss sich mal ein bisschen mit... Maurice unterhalten, weil sie natürlich merkt, dass mit Tanny irgendwas nicht stimmt. Okay, ich kann einen Moment bleiben. Dankeschön. Wir werden auf jeden Fall mal beste Freunde. Was laberst du schon wieder, Maurice? Sind beste Freunde geworden. Das ist toll. Bitten, den Brunnen zu spielen. Wie süß ist das bitte? An normales Leben zurückdenken. Das machen wir auf jeden Fall. Und Anja merkt natürlich auch so, ja, hier irgendwie ist was im Busch, aber Tanny redet nicht wirklich drüber. Und sie zieht sich halt eher so zurück und ist halt oft schlecht drauf. Und Kalia weiß momentan nicht, wie sie wirklich mit Tanny umgehen soll. Du musst auch unbedingt was trinken. Gucke mal. Weil ich glaube, Tanny ekelt das auch einfach an, hier Blut zu trinken. Und auch wenn es nur Plasmabeutel sind, ist das, glaube ich, auch nichts, was sie sich für sich wünscht. Und ja, die Party ist vorbei und ich nehme trotzdem die ganze Zeit auf. Ich muss den Part jetzt beenden. Der wird wahrscheinlich Überlänge haben. Ich hoffe nicht. Und ja, sagt mir unbedingt eure Meinung zu DIY und schreibt mir gerne Story-Vorschläge für Tenebrae in die Kommentare. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass sie ein Vampir bleibt. Sie möchte kein Vampir sein. Und mal gucken, wie Kalia das Ganze so auffasst. Mal gucken, wie der Wall sich entwickelt, weil da wurde sich ja gewünscht, dass er zum Magier wird. Wobei das mit seiner Fledermausfähigkeit halt ganz cool ist, weil er halt dadurch ja so Umrisse wenigstens sehen kann und halt nirgendwo gegenläuft. Ich bin sehr gespannt, wohin uns das alles hier führt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben sehr freuen und über ein Abo, wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.